Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren 2v2 aus der Forts Pro League. Heute mit Team Kennen gegen Team Tatsumaki am Start. Wir spielen als erste Map Vanilla 2v2. Danach folgt in aller Munde oben und unten 2. Und zu guter Letzt Balls 2v2. Gebannt wurde auf der linken Seite von Team Kennen der Feuervogel. Und Tatsumaki auf der rechten Seite hat sich entschieden, den lieben, süßen Architekten auszuschließen. Und da haben wir dann als Picks links den Pinch, den Adlerauge und den Schockenauer, während wir rechts Pinch, Moonshine und Warzenschwein sehen. Moonshine, Warzenschwein, noch so ein, ich weiß es nicht. Meine Damen und Herren, es spielen auf der linken Seite Robber Fox und Pachivo gegen rechts Penguin und Paufu. Let's go. Warte, habe ich nicht Grade 2 gerade vorgelesen? Zack, ist das schon der Substitut, der hier gerade spielt? Tatsumaki. Tatsächlich. Die spielen schon direkt das erste Spiel. Das muss man wissen. Für die Forts Pro Liga ist für jedes Team ein Substitut-Spieler zugelassen. Das heißt, ein Spieler, der zur Not einspringen kann, wenn mal wer anderes nicht am Start ist. Twitch Prime abgeben. Vielen lieben Dank. Nein, aber ne, also ein Einwechselspieler basically, der die ganze Zeit halt einen der anderen Spieler ersetzen kann. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine Limitierung gibt. Ich glaube nicht, wie viele Spiele der maximal machen darf. Wahrscheinlich keine. Du darfst natürlich nicht in einem Forts Pro Liga Team spielen und dann woanders noch Substitut sein. Also Eden kann jetzt nicht einfach Substitut irgendwo anders sein und dann da auch spielen. Das funktioniert nicht, meine Damen und Herren. Das ist, aber es ist cool, dass es diese Möglichkeit gibt. Und davon macht Team 2 heute Abend schon im ersten Forts Pro Liga Match der dritten Season ihrerseits Gebrauch. Penguin hat sich sehr weit nach hinten gelehnt, ne? Hier schon direkt die beiden Streben am Blinken. Aber da ist auch eine Vorlong schon drin, wenn ich das hier so sehe. Aber die ist actually am Blinken. I'm now a little bit confused. Das sieht irgendwie so aus. Na, I don't quite get it. Die hier ist doch die vordere, oder? Das sieht weird aus, wenn ihr mich fragt. Das sieht einfach weird aus. Keine Ahnung, welche da jetzt am Blinken ist. Ich kann mir nicht nur vorstellen, dass... Oh, lala, Mr. Peter, Robert Fox mit der reinen kleinen Misere-Treppe, einer etwas brutalen Misere-Daumen, da bin wir Shotgun-Smoke-Launcher. Lalala, das wird ja richtig spannend hier. Gucke mir mal, was kommt. Da haben wir ein paar Mörser von Paufu. Ja, schön nach unten gewinkelt, aber hier haben wir gar nichts. Ein Mörser am Start. Ah, ja. Gucke mal hier, das wird ja richtig cool. Ich liebe es, Portal-Mörser. Let's go, da kommen die Shotguns und schon direkt schwere Mörser am Start und die Shotguns machen da oben kurzen Prozess. Direkt zwei Gunner raus und auch Penguin hat einen verloren und jetzt kommt die Smoke Launcher und da kommt der Shot, zack, bumm, rein ins das Gerüster. Aber das reicht hier irgendwie gerade nicht so ganz. Woran scheitert es gerade? Fehlt hier der Strom? Robber Fox, 3000 am Strom, am Bean. Aber er holt sich nochmal ein bisschen mehr, weil es anscheinend nicht reicht. So ein Portal zieht halt einfach unfassbar viel, ne? Und sein Mate macht da ordentlich Stress. Und da sind die Windturbinen Bottom Base raus. Und jetzt braucht man nur noch Kreissägen. Basically nur noch in Anführungsstrichen. Aber da kommen ja auch schon vielleicht welche. Ne? Hier unten jetzt da so zwei Kreissägen vorne vor. Junge, das hält Penguin nicht mehr lange durch. Portalmörser sind einfach brutal. Das ist direkter Schaden, der so nicht kommen sollte. Da oben Paufu jetzt mit dem Howie sehr gewagt. Gerade wenn der Gegner zwei Shotguns auf dem Spielfeld hat, aber das wollte ich jetzt nicht direkt zu Anfang an ansprechen, so wie hier. Also, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ich bin, das gibt mir Flashbacks. Finn gegen Matteo, Portalmörser, 30 Minuten Banger Game, gibt es irgendwo auf diesem Kanal zu finden. Kann ich nur jedem empfehlen. Portalmörser sind was Wunderschönes. Im 2v2 habe ich das so in der Art noch nicht gesehen und dass sie das so dominieren würden, hätte ich mir nicht ausmalen können. Ich glaube, ich würde jetzt langsam hier unten den Fokus auf die Minen legen, tatsächlich. Und ansonsten, ne, hier sind jetzt schon die Türen, aber es fehlen noch die Buzzsaws. Da fehlt aber vor allem der Strom gerade. Da ist einfach zu wenig am Start. Da wird jetzt auch geaddet. Hier oben haben wir einen Howie.
Der ist, wenn ihr mich fragt, relativ witzlos, weil wir hier halt einfach zwei Shotguns haben. Da oben kommen jetzt noch Rockets oben drauf. Ist, glaube ich, eine Entscheidung, die man machen kann. Nochmal mehr Rockets zusätzlich. Ja, ja, gib ihm. Es ist absolut keine Anti-Air am Start. Und es gibt dann auch keine Waffen. Ich glaube, ich würde meine Waffen hier erstmal nicht double-doren. An der Stelle von Pechivo. Aber der wird schon sich vorbereiten für die Zukunft. Jetzt macht man das Portal auf Top Base und das wird jetzt brutal. Das Team zu switchen oder das Ziel zu switchen. Meine Güte, ihr wisst, was ich meine. Hoppala, da trifft man fast den Kern. Junge, der war, also da fehlt nicht viel, ne? Und wenn man jetzt gleich noch auf den Haue geht, der kann das nicht mehr so lange überleben. Schöner Smoke, der hier muss da oben rein, genau da reingetroffen werden. Jetzt kommt nochmal. Junge, das ist, es ist illegal gut, ne? Es ist illegal gut. Paufu mit mega viel Stress. Penguin muss jetzt hier unten Gunner bauen. Hier unten würde schon reichen, wenn er da jetzt nicht da seine ganzen Windturbinen reinklatschen würde. Oh, der Howie, der fällt doch gleich. Pass auf, der hat einen Howie verloren. Oh, der fällt. Paufu ist raus. Richtig schön gespielt. Robberfox mit den Portalmörsern und dem Target-Switch auf Top-Base. Illegal. Sündhaft zum Fingerlecken gut, was soll ich sagen. Geil, ey. Das ist... Solche Strats rauszuholen, zu sehen. Ah, das ist schön, das ist geil. Das war das auch das Coole an der Forts Amateurliga. Und da bin ich doch jetzt wieder zuversichtlich, meine Damen und Herren, dass die Forts Pro Liga doch einen guten Weg einschlägt und da echt knackige Games bei sein werden mit Strategien, die man halt einfach so nicht kennt. Und guckt euch das an. Penguin verliert seine gesamte Verteidigung. Eine Shotgun raus. 6,5 Minuten haben Team Cannon gebraucht, um hier den Sack zuzumachen mit einer wunderschönen Pinchfist Porto Mörser. Demonstration. Holy shit. Wunderschön. Wunderschön. Da kann ich nichts mehr zu sagen. Look at it. Das ist einfach schön. Na, hier oben, der Howie. Hi, der Witzka. Der hat da wirklich zero effort gehabt. Man tried. Und ich dachte in dem Moment noch so, ja, das sieht schon so aus, als würde es irgendwie gecatcht werden. Aber dann kam diese eine illegale Büss. Stark, stark, einfach Grund auf, stark gespielt. Sowas will ich sehen. Hut ab, gut gekämpft. Was soll ich noch sagen? Portalmörser, das zu countern, ist die Masterclass. Geil. Und ich ziehe mir in der Zwischenzeit erstmal ganz entspannt den Pullover aus, weil das ist schon irgendwie ein bisschen warm hier drin. Wisst ihr, wie ich meine? Uiuiui. So. Da sind wir wieder. Oh, falsch rum. Falsch rum. Zack. Ja, ja, ja. Was soll ich sagen? Penguin und Paufu, jetzt auf der linken Seite, Robberfox und Pechivo. Sehen wir hier nochmal so was Cooles? Nochmal so eine coole Squad? Wie Portalmörser? Ha? Wär schon nicht schlecht. Ja. Nee, jetzt, so langsam kommt der Hype bei mir an. Geil. Dafür finde ich die Force Pro Liga halt krass cool, ne? Also dadurch, dass die jetzt so durchmischt ist. Dafür fand ich die Force Amateurliga halt ganz cool, weil es da echt coole Games gab. Und auch sehr viel spannendere teilweise als in der Force Pro Liga. Weil das die Mode da teilweise so tight ist, dass es oftmals nach 5-6 Minuten schon entschieden war, das Game. Weil die Leute halt einfach viel zu... Ja, wie soll ich sagen? Viel zu knapp immer gebaut haben, zu wenig Defense, zu sehr auf Waffen, um dann halt eben den entscheidenden Vorteil zu haben, wenn es um dieses erste Messen geht, und dann verliert ein Team bei diesem ersten Messen halt meistens so, dass auch direkt der Kern explodiert. Hier schon wieder so stark nach hinten gelegt, like holy shit. Das sieht nicht gesund aus. Aber na gut, wir werden es sehen. Wir gucken mal. Oh, es beachten nochmal Portalmörser. Der Boy, der lässt nicht locker. Portalmörser bis zum geht nicht mehr. Let's go. Und Team 2 sieht es nicht kommen. Es macht munter fröhlich weiter wie bisher. Und macht sich überhaupt keine Sorgen.
einfach nur irgendwas an ihrer Spielweise zu ändern. Und jetzt machen wir das Ganze mit Eagle Eye. Oh mein Gott, das muss ja nochmal brutaler wirken. Eagle Eye hat die Besonderheit, um alle abzuholen. Eagle Eye hat die Besonderheit, du kannst ein bisschen länger warten. Dann mit, also, ne, die Waffe lädt beispielsweise jetzt eine Minute nach, ist jetzt nicht der Fall, aber wenn du dann eine Minute 20 wechselst bei Eagle Eye, wartest, dann lädt die Waffe nochmal nach. Und da kannst du zweimal hintereinander schießen, weil du dann zwei Schuss geladen hast sozusagen. Nicht direkt, also da ist ein bisschen Delay drin, ne, 2 Sekunden oder so. Und du kannst halt schießen, kurz warten und dann nochmal schießen. Und dann lädt er wieder deine Minute nach, in Anführungszeichen. Und das bei Portalmörsern, wenn du so zwei Salven direkt hintereinander knallen kannst, dann hat der Gegner halt keine Möglichkeit, gegenzubauen. Na, das gleiche bei Shotguns, das gleiche bei Rockets, das gleiche bei EMP, alle Waffen, bis auf Sniper und Gunner maybe, haben das, dass sie dann zweimal durchladen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier sieht man es ganz gut. Zack, bumm, direkt zweimal reingeschossen, den Lachs. Und wir haben eine Büss, eine Cannon und da kommen jetzt aber die geupgradeten schweren Mörsern. Zack, 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 zack. Bum, 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 Big Shuck. Glaub, die waren auch schon doppelt nachgeladen. Und jetzt geht der Spaß los. Rechts noch gar keine Defense, links schon relativ viel. Und es sieht auch ganz gut aus. Man kann es gerade ganz gut tanken. Sandsäcke auf jeden Fall, way to go. Aber die frontalen Mörser sind halt, die sind halt schon nasty. Wir haben jetzt hier 5 Stück an der Zahl. Die laden wieder doppelt durch. Noch entpuppt sich das als nicht so stark, wie ich es gedacht hätte. Man kann sich gerade ein bisschen besser irgendwie dagegen wehren, beziehungsweise einfach ne, ein bisschen Woodspam und good is. Hier oben hat man ein Schild, da braucht man auf jeden Fall noch Sandsäcke, weil das, die schweren Mörser machen das Schild logischerweise kaputt. Hier geht man jetzt für ein bisschen Defense, holt da unten noch, nee, warte, da war es schon die ganze Zeit, never mind. Ja, die Verstrebung hier auch cool, ne, mit den langen Streben, um die Waffen zu halten, damit diese Streben hier nicht so stark belastet werden. Der kleinen Lücke, da braucht man auf jeden Fall noch einen Sandsack gegen den Kreisjäger. Gut, die ist jetzt bei Team 2 nicht ersichtlich. Aber trotzdem, willst du das eigentlich haben? Die EMP jetzt hier. Opala! Gut, ich sag nie wieder was gegen diese Lücke und dass man da einen Sandsack platzieren sollte. Tut mir leid, absolut gejinxt. My bad an der Stelle. Es war das MLG-Play des Abends, was soll ich sagen? MVP-Play. Diese Lücke hier, einfach für die EMP gebaut zum Durchfliegen. Und jetzt geht's los, ne? Doppelt durchgeladen und da kommen sie. Zack. Kann er jetzt nochmal schießen? Kommt da noch was? Theoretisch hat er noch einen Mörser, glaube ich. Ne, das waren jetzt die beiden Rotations. Und da ist zwar keine Defense mehr, aber da ist halt auch nicht mehr so viel Follow-up. Auch mit aktiver Fähigkeit, wo die Schosse von den Shotgun-Shells noch explodieren. Da kommt jetzt der erste Cannon-Shot und der nimmt 2 EMP-Launcher raus. Und ich weiß nicht, ob davon schon was geupgradet war. EMP den Kern, die Tech. Und das ist jetzt nicht so geil für Pachivo, ne? Also, das könnte jetzt hier nochmal failen, die Strat von Robber Fox und Pachivo, weil man einfach nicht genug Damage hat, beziehungsweise Team 2 einfach sich denkt, ah komm, mir doch egal. Dann komm doch mit deinen Mörsern. Ich hab Holz. Was willst du von mir? Und ja, da, weiß ich nicht, Robber Fox muss halt sehr viel Metall ab einem gewissen Punkt investieren, um einfach die Energieproduktion zu haben, weil Portale sehr viel saugen. Und kann dann weniger Kreissägen bauen und so Stuff. Aber wenn du jetzt da rein bist. Oh, man geht auf unten, okay. Oh, balla! Das wäre es fast gewesen. Für Paufu. Und die Mörser jetzt wieder auf Bottom Base. Die kommen gut. Die ersten waren nicht so gut. Die ersten immer noch zu hoch. Die zweiten sehen jetzt ganz gut aus. Jetzt mit den beiden Büs da. Guck mal hier. Ja, und jetzt die andere. Das kann's werden. Oh, das Upgrade Center ist gone. 2. Kreissäge voll rein in das Holz, was gerade baut. Und da muss man wissen, das Holz, was im Bau ist, weniger Schaden von der Büs nimmt als Holz, das schon fertig gebaut ist. Das ist total perplex. Aber it do be like that. Und dementsprechend tankt da das noch nicht fertig gebaute Holz relativ viel. Und jetzt hier, guck mal hier, da noch eine Kreissäge. Da, guck mal. Ja, er trifft es. Paufu fällt von der Decke. Schöner Shot, aber kriegt jetzt hier auch noch gleichzeitig einen reingedrückt. Der liebe Robber Fox. Aber da saß nicht mehr viel, ne? Also das ist basically durch die Tür. Die Metallstrebe ist nicht kaputt gegangen und das wurde 2 EMP dabei. Ja, mein Gott, ne? Also man hat einen Spieler rausgenommen. Was willst du mehr? Zack, rein da in den Lachs.
Und dann geht's weiter. Die eine Cannon da oben muss jetzt hier gucken, dass sie irgendwas reißen kann, aber da ist nicht wirklich viel zu holen. Der Cairn ist protected. Hier unten die Minen, maybe, ne? Da sitzen schon nur 4 Stück. Da könnte man rein. Der Winkel ist jetzt vielleicht nicht unbedingt da. Man versucht es durch das Portal. Aber der Cannon-Shot wird zerstört von den schweren Mörsern. Das ist, also die Mechanik ist auch absolut disgusting. Das ist ja so frech. Tja. Hier nochmal auf die Windturbinen, das Schild kaputt, die Portale deaktiviert. Ist ein guter Shot mit der Moonshine Active, natürlich, klar. Aber das delayed das Ganze jetzt auch nicht krass. Ist. Das Portal ist direkt wieder angegangen, das wusste ich nicht. Ich hätte gedacht, wenn es EMP wurde, dann müsste es wieder neu starten, aber das ist anscheinend nicht der Fall. Ist das bei Schilden der Fall? Nee, ne? Die gehen auch direkt wieder an. Also es ist eigentlich nur logisch. Schöner Shot auf den Sniper. Okay. Man kann sich auch noch tanken. Geht jetzt hier für die Upgrades absolut sinnvoll. Vielleicht runter verbinden und die Economy ziehen. Wäre gar nicht schlecht. Und dann das aber auch direkt so reinforcen, dass es gegen Büst sicher ist. Und dass man ein paar Gunner hat gegen die Rockets und so. Weil den Druck jetzt aufrecht zu erhalten von Team 2, das wird ihnen sehr leicht fallen. Und das wird man mit den Minen nicht gegenbauen können. Da rappelt es jetzt ordentlich im Karton. Aktive Fähigkeit sogar dafür gezogen. Und jetzt kommt nochmal Rockets, nochmal ein Shot. Ja, ist die richtige Richtung. Da nochmal rein, wenn die Mörser schießen wollen. Man könnte vielleicht die Mörser zumindest ausschalten. Aber das ist auch, das gewinnt dir nicht das Spiel. Ne? Das ist halt das Problem jetzt gerade, was Penguin hier hat. Der braucht einen Howie. Oder eine zweite Cannon, dann kann er das Spiel komplett changen. Indem er einen der beiden Spieler rausnimmt. Howie wahrscheinlich schlechter wegen den Shotguns, merke ich gerade. Aber zwei Cannons. Oh, hier schon wieder. Oh Mann, oh nein, es ist doch so. Warum? Warum? Das fühlt sich so falsch an. Wirklich. Das fühlt sich so falsch an. Die Böse schneidet so tief. Cairn kriegt sogar Schaden. 58% jetzt und da rasseln schwere Mörser und explosive Shotguns rein. Er kann es kaum noch verteidigen, hat kaum Metall auf der hohen Bank, wie man hier unten gerade sieht. Ne? Also die Uhr läuft rückwärts, seine Metalluhr. Und es hagelt einfach nur weiter Mörser und Rockets und aber also schönes Game. Robberfox jetzt auf 75%, das war ein sehr solider Schuss. Ich weiß nicht, ob er davor 100 hatte, es wirkte fast ein bisschen so. Bayer hat hier oben den Shot schon einmal reinbuxiert, ne? Ich glaube nicht, dass er 100 hatte. Vorher. Aber ja, gut. Das ist ein gefährliches Spiel auf Zeit hier. Eigentlich bräuchte Robberfox nicht viel mehr, um ein bisschen mehr Defense zu bauen. Gleichzeitig bräuchte der Penguin nur ein bisschen Anti-Air und die Economy da unten. Und schon wäre das vielleicht winnable, aber so leider nicht. Stark gespielt von Team Cannon. Kann man nicht anders sagen. Wirklich gut gemacht. Im Midgame ein bisschen zu wenig Druck gehabt. Tatsumaki vielleicht auch ein bisschen zu wenig dagegen getan. Ein, zwei Gunner wären wahrscheinlich gar nicht so schlecht gewesen. Wenn sich jeder Spieler einen Gunner geholt hätte, der nicht so leicht oder der vor allem nicht contestbar gewesen wäre durch die Shotguns hier unten, dann wäre da wahrscheinlich schon viel Druck gefallen. Sniper von Top Base auf die Portale, um die Mörser ein bisschen zu bedrohen. Auf jeden Fall auch wenn das immer ein bisschen schwierig ist, wenn du die Mörser direkt in die Fresse kriegst. Weil wenn der Gegner gut ist, dann schießt er halt dir den Sniper kaputt mit eben diesen Mörsern. Ja, es wäre auf jeden Fall etwas Handlungsspielraum da gewesen noch für Tatsumaki. Aber trotzdem haben sie sich sehr gut geschlagen, finde ich. Und das war ein sehr spannendes Best of 3. Vielen, vielen lieben Dank an Tatsumaki und Team Cannon.